Herzlich willkommen zum vierten Teil. Wir sehen hier den letzten Stand unseres Ablaufs. Die Lok Baureihe 80 steht im Schattenbahnhof im Gleis SBH6. Wir wollen nun, dass die Lok von hier aus wieder zurück in das Gleis PW1 fährt, den Waggon dann wieder abkuppelt, in den Lokschuppen 1 fährt, dann fährt die Lok V60 raus. In das Gleis PW1 nimmt sich diesen Waggon, kuppelt den an und fährt von da aus dann über einen Fahrplan zurück in die Ausgangsposition LOE3, also Block LOE3. Schauen wir uns jetzt nochmal die Übersicht an. Wir sehen also hier, was wir gemacht haben, alles grün gekennzeichnet, also die Hälfte ist geschafft. Als nächstes werden wir jetzt den Fahrplan FP03 anlegen, der die Lok vom Block SBH6 zum Block PW1 fahren lässt. Und dann werden wir den Fahrplan anlegen FP04, der die Lok von PW1 wieder in die Ausgangsposition, also in den Block LOE3 fahren lässt. Und dann werden wir noch unsere beiden Skripte, Telex und Lokwechsel, erweitern, damit auch die zweite Lok gesteuert wird. Fangen wir also an mit dem Fahrplan FP03. Wie wir einen Fahrplan anlegen, das wissen wir jetzt schon. Deswegen gehen wir da auch jetzt relativ schnell drüber weg. Also Menü Tabellen, Fahrpläne und dann Neu. Wir geben jetzt in Ziele und geben dem Fahrplan jetzt den richtigen Namen. FP-03. Und Gruppe auch Lokwechsel und übernehmen. So, wir gehen jetzt also hier in die Ziel- und Start- und Zieleingabe. Unser Fahrplan soll starten in dem Block SBH6 und Haltepunkt brauchen wir hier nicht und hinzufügen. So, den restlichen Fahrplan gebe ich jetzt wieder im Zeitraffer ein. So, das ist jetzt der Block PW1. Hier müssen wir jetzt noch mal die Platzierung ändern. Also haken wir das hier ein und hinzufügen. Dann fahren wir von da aus, fahren wir jetzt in den Lokschuppen Gleis LKS1, nehmen die Platzierung wieder raus und hinzufügen und fahren von da aus dann letztendlich in den Zielblock PW1 und hinzufügen. So, das wäre also unser Fahrplan FP03, den wir jetzt mit übernehmen, dann auch abgespeichert haben. Und wir können das Ganze hier beenden. Der Fahrplan ist jetzt erstellt und was wir jetzt machen müssen, diesen Fahrplan aufzurufen. Und das machen wir ganz einfach. Und zwar, wir haben ja mit dem Fahrplan FP02 die Lok hier in den Schattenbahnhof einfahren lassen. Und wir werden jetzt den Fahrplan FP03, der diese Lok wieder zurückfahren lässt in den Bahnhof PW1 einfach als Folgefahrplan eingehen. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen also hier auf Tabellen, gehen wieder in die Fahrpläne und rufen jetzt den Fahrplan FP02 auf. Das ist der Fahrplan, der die Lok von PW1 nach SBH6 hat fahren lassen. Und wir geben jetzt hier als Nachfolgefahrplan ein den gerade erstellten Fahrplan,
FP03, der die Lok wieder zurückfahren lässt. Und übernehmen und OK. Damit haben wir also sichergestellt, dass die Lok, wenn sie hier unten wieder losfährt, mit dem Fahrplan FP03 hier oben hinfährt. Wir geben jetzt noch gleich einen weiteren Fahrplan ein, und zwar den Fahrplan FP04. Den benötigen wir, wenn die V60 hier im PW1 den Wagen wieder angekoppelt hat, also den Waggon angekuppelt hat, von da aus dann mit diesem Fahrplan FP04 zurück in den Ausgangsblock LOE2 fährt. Also fangen wir gleich an. Gehen wir nochmal in Tabellen, machen dann Fahrpläne, neu und Ziele und geben hier erstmal den Namen FP-04 ein. So, Lokwechsel, wie gehabt, und übernehmen. So, unser Startblock ist jetzt der Block PW1. Hinzufügen und den Rest dann wie immer im Zeitraffer. So, jetzt kommt schon der letzte Block, also unser Zielblock LÖ3. Ja, und damit haben wir den Fahrplan eingegeben und können mit übernehmen und OK das Ganze abspeichern. Bevor wir jetzt unsere beiden Skripte Telex und Logwechsel ändern, schauen wir uns nochmal an, was wir bis jetzt gemacht haben. Dazu lassen wir jetzt mal die Log aus dem Block SBH6 mit dem Fahrplan FP03 in den Block PW1 fahren und an der Stelle schauen wir uns das mal an, wie es dann weitergeht. Hier sehen wir jetzt die Situation, wenn die Lok BR80 mit dem Waggon über den Fahrplan FP03 den Block PW1 das erste Mal an dieser Stelle erreicht. Es wird also hier die Platzierung geändert, das hat sich schon gemacht, der Pfeil zeigt also jetzt nach links. Dann wird ein neues Ziel geroutet. Hier wird die Fahrstraße gelockt zum Block LKS1. Und wenn die Lok jetzt losfährt, dann wird das Ereignis Depart ausgelöst und damit wird dann unser Skript Telex gestartet. Voraussetzungen dafür sind natürlich, dass die Bedingungen erfüllt sind. Hier haben wir einmal die Bedingung, dass der Ausgang Lokwechsel eingeschaltet sein muss. Das ist ja dieser hier. Und wir haben noch eine zweite Bedingung, dass sich der Zug 01 hier in diesem Block befinden muss. Beides ist also erfüllt und so wird also der Skript Telex gestartet. Hier sehen wir jetzt den Skript Telex XML dazu und wir sehen hier, an der Stelle, wo der Skript startet, dass die erste Abfrage ist, ob die Fahrstraße von PW1 nach LKS1 gelockt ist. Und das ist hier der Fall. Das können wir hier sehen, dass die Fahrstraße hier gelb markiert ist. Folglich werden wir dann hier weitermachen. Und die nächste Bedingung, die jetzt geprüft wird, if state lock V60 im Block BKID. Wir erinnern uns, wir bekommen, wenn hier der Skript gestartet wird, über die interne Variable von Ogrel %BKID% den Namen der Lok, die in diesem Block sich befindet. Und das ist ja im Moment die BR80. Folglich steht hier BR80 drin und wir prüfen hier, ob Lok V60 gleich das ist es natürlich nicht, weil V60 ist nicht gleich BR80. Also wird der folgende Teil nicht mehr abgearbeitet, wo ja jetzt die Kupplungen betätigt werden. Das heißt, unsere Baureihe 80 wird einfach
in den Lokschuppen LKS 1 fahren, ohne den Waggon abzukuppeln. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle hier eine weitere Abfrage einbringen, ob sich jetzt vielleicht die Lok BR80 in diesem Block befindet, um dann die entsprechenden Funktionen für das Abkuppeln und so weiter auszulösen. Ich habe jetzt den Skript in den Editor geladen und als erstes werden wir diesen Teil der Abfrage kopieren und vor diesem Zen wieder einfügen. Jetzt können wir hier die notwendigen Änderungen vornehmen. Als erstes werden wir hier die Abfrage ändern. Und zwar jetzt fragen wir nach der BR80. So, dann kommen als nächstes die Funktionsaufrufe für die Telex-Kupplungen. Die liegen bei der Lok nicht auf 2 und 3, sondern auf 1 und 4. Ändern wir das hier ab, dann müssen wir das hier hinten auch noch abändern. Und zwar auf 1 und auf 4. So, diesen Befehl, den lassen wir hier. Das ist wieder das Abtrennen des Waggons. Und dann wird also die Funktion hier oben aufgerufen. Da brauchen wir auch nichts zu ändern. Und diesen Command-String, den wir im Trace ausgeben können, den ändern wir noch ab, weil das kommt ja jetzt hier aus dem Teil der Baureihe 80. Ja, und damit haben wir also schon die notwendigen Änderungen vorgenommen. Und jetzt läuft es so ab, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann wird hier weitergemacht. Und jetzt wird geprüft, ob sich die Baureihe 80 in dem Block PW1 befindet. Und das ist jetzt wahr. Also werden jetzt diese Befehle durchgeführt. Also wieder das Abkuppeln des Waggons, das Trennen des Waggons in Rockrail optisch. Und dann wird die Funktion hier ausgelöst. Und des Weiteren dann hier das Ende erreicht und damit auch das Ende des Scripts. So verfolgen wir das Ganze jetzt einmal. Wir lassen also jetzt die Lok in den Block PW1 einfahren mit dem Fahrplan FP03. Jetzt ist die Platzierung gewechselt worden. Der Waggon ist entkuppelt und auch hier durch Release Train auch in Rockrail entkuppelt worden. Und wir gehen jetzt noch hier auf den Entermelder. Und die Lok ist jetzt im Lokschuppen LKS 1 angekommen. Nachdem unsere Lok BR80 den Block LKS 1 erreicht hat, werden wir uns nun mit dem Skript Lokwechsel beschäftigen, der ja aus diesem Block aufgerufen wird. Hier sehen wir wieder die Situation im Detail. Die Lok BR80 ist also im Block LKS 1 eingefahren, also von PW1 einen Block weiter mit dem Fahrplan FP03. Und in diesem Block LKS 1 wird jetzt über eine Aktion Lokwechsel, und zwar bei dem Status Occupied, der Script Lokwechsel.xml aufgerufen. Occupied heißt, der Status tritt auf, wenn die Lok diesen Block erreicht hat und den Inmelder ausgelöst hat. Auch hier wird die Aktion bzw. das Skript nur gestartet, wenn die Bedingung richtig ist. Also hier in diesem Falle muss auch wieder der Ausgang Lokwechsel auf On geschaltet sein. Die Prüfung, ob der Zug 01 hier drin steht, entfällt, weil wir ja den Zug sowieso aufgelöst haben. Der Waggon steht ja jetzt hier in PW1 und hier steht ja auch nur noch die Lok. Übrigens, dass der Waggon jetzt hier in PW1 steht, ist auch eine Folge von dem Befehl Release Train. Also es wird nicht nur hier optisch auch der Wagen entfernt von der Lok, sondern er wird auch hier in diesem Block belassen.
und ist dort und steht dort drin. Schauen wir uns jetzt mal den Skript dazu an. Wir haben also hier den Skript Logwechsel, der geht hier dann noch weiter. Passt er nicht hier auf eine Seite drauf, dann wäre es zu klein geworden. Und wir wissen ja, wenn wir den Skript starten, dann geht das hier los. Also diese Funktionen werden ja nicht ausgeführt, sondern das Skript startet ja an dieser Stelle hier. Und wir wissen das noch aus den ersten Folgen, dass wir hier die erste Abfrage machen, also die erste Bedingung prüfen, ob sich die Log V60 im Block LKS1 befindet und die Log BR80 im Lokschuppen 2, so im Block LKS2 befindet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil jetzt befindet sich im LKS1 die BR80 und in LKS2 die V60. Und da diese Bedingungen hier nicht stimmen, wird folglich der Skript hier unten fortgesetzt, also das wird nicht bearbeitet. Und hier ist dann auch der Skript zu Ende und es würde nichts mehr passieren. Das heißt, wir wollen ja die Log V60 jetzt starten, um diese dann in den Schuppen, in den, nicht Schuppen, in den Block PW1 fahren zu lassen, zu dem Waggon. Übrigens, hier kann man ja noch sehen, dass die BR80 in diesem Block LKS1 wartet. Das kann man hier dran sehen, dass hier das W drin steht. Das ist ganz klar, weil, wir gucken uns das nochmal an, dieser Fahrplan FP03 ja noch nicht zu Ende ist. Sie will ja noch wieder zurück in den Block PW1 fahren. Und das wird sie auch machen, wenn die Blockwartezeit hier abgelaufen ist. Und da unser Skript an dieser Stelle noch nicht funktioniert, wäre dann der Ablauf beendet. Wir werden also jetzt den Skript wieder in den Editor laden. Und die Abfrage so weit erweitern, dass wir diese Situation erfassen und dann die Log V60 aus dem Logschuppen LKS2 in Richtung PW1 fahren lassen. So, wir befinden uns jetzt im Editor und haben den Skript geladen. Wir scrollen mal hier runter. Wir werden jetzt als erstes wieder, so ähnlich wie wir das gerade gemacht haben, damit wir das nicht alles eintippen müssen, diesen gesamten If-Block kopieren und darunter einfügen. So, als nächstes verändern wir jetzt hier die Konstellation. Wir erwarten also jetzt die BR80 im Block LKS1. Ändern wir das auf BR80 und wir erwarten die V60 im Block LKS2. So, damit haben wir die Bedingung jetzt wahr gemacht und wir laden jetzt nicht, natürlich nicht die BR80 in die Variable, sondern unsere V60, weil die wollen wir ja jetzt steuern über die Funktionen, die hier unten aufgerufen werden. So, dann haben wir hier noch die Funktionsaufrufe für den Sound. Das war ja von der Baureihe 80. Da wir das hier nicht haben, diese Lok hat keinen Sound, können wir das alles komplett rausnehmen. Ja, und dann bleibt es nur noch übrig, die beiden Funktionen aufzurufen. Das ist hier oben die Funktion 1, wo die Lok also jetzt in Richtung PW1 fahren lässt. Und sie wird jetzt die richtige Lok steuern, weil wir haben ja in der Variable, die hier oben hier drin ist, jetzt die V60 drin stehen, also bezieht sich das jetzt alles hier auf die V60. Und dann wird die Funktion 2 aufgerufen. Das ist diese hier. Und hier müssen wir noch eine weitere Änderung vornehmen. Weil wir haben ja noch hier unsere Switch-Anweisung mit dem Case Value BR80, wo das gemacht werden soll. Ich klicke das mal hier an, dann kann man das sehen. Also hier wird ja dann der Fahrplan FB02 aufgerufen. Der soll ja die BR80 dann von PW1 in Richtung SBH6 fahren lassen. Aber unsere V60 soll ja jetzt mit dem Fahrplan FP04 wieder in Richtung Block LOE3 fahren, was ja der Ausgangsblock
des gesamten Ablaufs ist. Wir machen uns das auch wieder einfach. Wir kopieren uns diese Case-Anweisung hier bis zu diesem Default. Einmal kopieren und fügen das direkt vor diesem Default ein. Einfügen. So, und jetzt fragen wir hier, ob sich in unserer Variablen ID-Log die V60 befindet. Machen wir V60 rein. So, und wenn das so ist, dann geben wir hier raus wieder ein Trace, damit wir wissen, wo wir sind. Und schreiben jetzt hier rein, wir werden ja jetzt den Fahrplan FB04 starten. Und das machen wir auch hier. Diese Funktion 5 Volts, das war ja auch für die BR80, wo wir das Bremsenquietschen ausgeschaltet haben. Das brauchen wir ja auch nicht. Also raus damit. So, und dann werden wir hier jetzt den Fahrplan auch ändern. Und zwar soll hier der FP04 gestartet werden. Ja, und dann wird die Lok mit Command Go in Bewegung gesetzt. Und damit ist also diese Funktion dann auch beendet. Und wir kommen dann hier unten zurück hier zur Funktion 2. Und damit ist der gesamte Skript beendet. Und unsere Lok befindet sich jetzt auf der Fahrt vom LKS2 zum Block PW1. So, wir schauen uns jetzt nochmal den Skriptablauf an. So, das ist jetzt der Enter-to-In-Melder. Die BR80 ist jetzt im Lokschuppen 1 drin und wird jetzt den Skript starten. Lokwechsel. Das dauert einen Moment, weil hier noch eine Verzögerung drin ist. So, da ist es. Wir haben also jetzt, hier sehen Sie unten im Trace, der Rückmelder ist angegangen. Ich mache ihn jetzt aus. Die Lok wird hier hinten angemeldet. Ich mache hier mal auf die V60. So, jetzt triggere ich hier auf R01. Jetzt wird sie noch ein Stück weiterfahren, bis er den Waggon erreicht hat und ankuppelt. Das haben wir jetzt hier gesehen. So, jetzt würde die Lok die Fahrtrichtung gewechselt und jetzt wird sich gleich mit dem Fahrplan FP04 in Richtung B10 auf den Weg machen. Ja, und das war's dann für heute mit dem Teil 4 und ich sage dann Tschüss.